der Strand erweckt natürlich ganz schön viele Erinnerungen, was einfach meine Heimat betrifft und was mich auch betrifft. Hier bin ich frei, also hier ist nichts, was mich irgendwie manipuliert, und hier kann ich auf jeden Fall meine Ideen freien Lauf lassen. Nur noch 12 Tage, dann ist seine nächste Ausstellung. Für Benjamin Fock eine große Chance, um auf sich aufmerksam zu machen. Seit einem Jahr arbeitet er selbstständig in Schleswig-Holstein. Es ist schon zeitaufwendig jetzt und vielleicht auch ein bisschen stressig, aber im Endeffekt ist das ja auch gut, weil dann kriege ich in kurzer Zeit wieder eine Figur hin. Man muss das ja immer mit dem Positiven verbinden. Und da das ja eigentlich an und für sich sowieso teuer ist, eine freie Arbeit zu machen, weil die ja nicht bezahlt wird, das hat natürlich was mit Stress zu tun. Aber es ist schon in Ordnung. Benjamins Ziel, von der Bildhauerei hauptberuflich zu leben. In Schleswig-Holstein hat das bisher etwa eine Handvoll Holzbildhauer geschafft. Um über die Runden zu kommen, jobbt er für 450 Euro noch bei einem Bauunternehmen. Ich gehe keinen anderen zur Last. Also sprich, ich habe jetzt keine Freunde, ich habe keine Kinder oder sonst irgendwas, wo Geld ran muss. Und wo vielleicht meine Einstellung zur Arbeit den anderen schaden könnte. Und die beste Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, wenn man es macht, dann klappt das schon. Und deswegen mache ich das. Von der Idee zum fertigen Kunstwerk. Gut 3 Wochen braucht der 31-Jährige dafür normalerweise. Jede Holzskulptur modelliert er aus Ton vor, zur späteren Orientierung. Das Schwierigste ist, dass ich keine Frau bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine männliche Person mache, dann kann ich an mir selber erkennen, anatomisch, was richtig ist und was nicht. Da ich ja selten ein Modell habe, dann versuche ich mir halt selber zu helfen. Ja, und da ich ja auch zum Beispiel keine Brüste habe, zum Glück, muss ich mir auch da weiterhelfen. Also habe ich mir da mal so Strümpfe hingehängt. Dass das optisch so aussieht, als wenn da eine Brust unter wäre. Und dann habe ich geguckt, wie der Faltenwurf sich da ergibt. Er arbeitet und lebt im 2900 Einwohnerdorf Großenwiehe in der Nähe von Flensburg auf dem eigenen Grundstück. 70.000 Euro hat das Haus gekostet. Ein Freund hat den Kredit für ihn aufgenommen, weil die Bank Benjamin kein Geld geben wollte. Mit einer monatlichen Miete stottert er den Betrag jetzt ab. Ich habe mich jetzt in den letzten 1,5 Jahren sehr danach gesehnt, was Eigenes zu haben. Und ich kann ganz gut meine Ruhe auch haben. Die brauche ich auch ein bisschen. Das ändert sich bestimmt auch irgendwann, dass ich dann sage, okay, jetzt reicht mir das auch mit dem Einsamsein. Aber jetzt hatte ich fünf Jahre, hatte ich keine Privatsphäre gehabt. Und jetzt genieße ich sie natürlich dementsprechend intensiv. 5 Jahre lang ist er auf der Walz gewesen. Davor hat Benjamin eine Ausbildung zum Tischler gemacht, doch das füllte ihn nicht aus. 2005 entschied er sich dann für die Holzbildhauerei. €1.000 bis €4.000 kosten seine Fantasiewesen aus Holz. Doch Interessenten zu finden, die solche Preise dafür bezahlen, ist schwer. Moin, moin. Moin. Gelernt hat Benjamin in Flensburg an der einzigen norddeutschen Schule, die heute noch junge Leute für das alte Handwerk ausbildet. Von früher so, das habe ich lange nicht mehr gemacht, war gerade nicht mehr notwendig, aber ja. Gut, Schriften eben, das ist ja fast dasselbe. Schrift kriegst du noch manchmal Aufträge, oder? Ja, so. Als Schüler, ja,
eigentlich doch stets immer bemühter Kerl, stets bemüht, ne? Immer engagiert, nicht immer erfolgreich, aber das ist auch normal. Und eigentlich schon immer sehr, sehr wach und sehr interessiert und eben auch ein bisschen ein breiteres Interesse an der Sache, wie das vielleicht bei anderen oft ist. Da denke ich, da hat er auch einen ganz guten Weg gemacht, indem er, glaube ich, da war die Wanderschaft nicht schlecht, wo man an den Orten ist, an denen was passiert. Auf Rügen war ich mit mehreren Leuten, die haben einfach Arbeit gesucht. Dann bin ich halt irgendwann mal zu dem Drechsler gegangen und habe gefragt, ob er was für mich hat. Und dann nein, aber bleiben wir erstmal noch, mir fällt vielleicht noch was ein. Und irgendwann fiel ihm halt auch ein, dass er mal gefragt worden ist, ob er auch in der Lage wäre, sowas Ähnliches zu machen. Die ersten großen bezahlten Aufträge kriegt Benjamin auf der Walz. Er arbeitet in fast ganz Europa und reist nach Indien. 2013 kehrt er zurück in seine Heimat Nordfriesland. Am Anfang war ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich nach Hause möchte. Und auch viele andere hätten nicht gedacht, dass ich wieder zurückkomme. Und ganz zum Schluss meiner Reise habe ich irgendwann gemerkt, als ich dann auch wieder mich dem Norden genähert habe, allmählich, dass ich gemerkt habe, das ist mein Zuhause und hier muss ich hin, hier will ich hin. Ich mag den Wind, den habe ich vermisst, das hätte ich auch nie gedacht, dass ich diesen Wind einfach nur vermisse. Den Duft, den er mit sich trägt, die Salzluft, den norddeutschen Akzent, den Humor. Ich bin Norddeutscher auf jeden Fall hier drinnen. Noch 10 Tage bis zur Ausstellung. Die Büste aus Holz soll knapp doppelt so groß werden wie das Modell aus Ton. Auf die Holzmaserung muss er achten, damit nichts wegbricht. Am liebsten arbeitet er mit Eiche und Linde. Ich habe gerade das Kinn gemessen. Das ist jetzt hier. So, und alles andere kann man dann so ein bisschen herleiten. So, da sind die Augen. Ich will ja so wenig wie möglich messen. Das ist zeitersparend. Bevor ich jetzt hier alle 1000 Punkte messe, brauche ich ja Ewigkeiten für. Das zahlt mir ja keiner. Die Ewigkeit meine ich jetzt. 6 Jahre muss das Holz von der Ernte bis zur Verarbeitung trocknen. Ich habe mein Holz, 20 Kubik habe ich gekauft. Während der Zeit, wo ich wandern gewesen bin, da ich das ziemlich preiswert fand. So, und dann fing es halt an, schwierig zu werden. Erstmal finde ein Unternehmen, was es überhaupt nach oben fährt. Denn was kostet das? Erst dachte ich, es kostet so 1500 oder sowas in Art. Nachher wurde es 2000, knappe 2500. Im Endeffekt habe ich jetzt knappe 8000 Euro bezahlt für alles drum und dran. Und das Holz hat halt 3000 gekostet. Ja, das ist schon ein bisschen mehr geworden, als ich dachte. Aber naja. Ist so, wie es ist und scheiß drauf jetzt. Traditionen sind Benjamin sehr wichtig. Im Spielmannszug Harreslee trommelt er seit einem Jahr. Für ihn wie ein Familientreffen. Ja, also ich kenne Björn jetzt schon seitdem ich 14 Jahre alt, also ziemlich lange. Und war öfters mal mit ihnen auf einem Event in Koblenz, auf einem Karnevalspiel. Dann dachte ich mir, wenn ich ja schon so oft dabei bin, beim Feiern, dann sollte ich eigentlich auch mal ein Instrument in die Hand nehmen. Und dann habe ich mich entschieden, immer mitzumachen. Benjamin ist, also würde ich mal sagen, der ausdauerndste Mensch, den ich kenne. Also zwar sehr beeindruckend, aber manchmal kommt man auch zu ihm und dann sieht er eben aus wie eine Leiche. Und dann fragst du, wann er das letzte Mal gegessen hat, das weiß er nicht. Und wenn du fragst, wann er das letzte Mal geschlafen hat, sagt er, ich glaube vorgestern. Also er vergisst sich sozusagen in seine Arbeit und ist fast nur professionell dabei. Der wird das schon packen, da bin ich mir ganz sicher. Zwei Tage vor Ausstellungseröffnung. Aufbau in der Nähe von Nibül bei Karin Tuxhorn.
Die Literaturwissenschaftlerin setzt sich ein für die Kultur vor Ort, gibt jungen Künstlern die Chance, bei ihr auszustellen. Also wir wissen alle, Holz ist unglaublich schwer. Und die Skulpturen, die Benny macht, die sind so faszinierend, weil die leicht sind. Benny schafft das irgendwie, einen Zauber dem Ganzen einzuverleiben. Ich finde das unglaublich. Ich freue mich total, dass er hier ist. Freue mich auch. Die neue Skulptur ist noch nicht fertig geschnitzt. Und für die sogenannte Fassung, die Bemalung, braucht er eigentlich 3 Tage. Es wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr als eine Nachtschicht hier sein. Also das wird kurz und knapp, weil man sich da ein bisschen konzentrieren muss und deswegen auch Zeit braucht und selten beim ersten Mal klappt, das, also genau den Ton zu bekommen, den man sich vorstellt. Die vergangene Nacht nur 3 Stunden Schlaf. Alle seine Figuren bekommen normalerweise einen Namen, doch darüber kann er sich jetzt keine Gedanken mehr machen. Ich habe ja vormodelliert, in der Hoffnung, dass ich alles geklärt habe. Aber im Endeffekt habe ich danach doch gemerkt, dass ich bei den Haaren auf viele Details doch verzichtet habe beim Modellieren. Und deswegen kam ich im Nachhinein doch in zeitlichem Verzug. Eine Grundierung aus Knochenleim, dann Kreide. Erst danach kann Farbe drauf. Mehr als 150 Stunden Arbeit hat Benjamin schon in die Frau ohne Namen gesteckt. Also ein bisschen Bangel habe ich schon. Ne? Also wenn du jetzt merkst, du hast jetzt nur noch 20 Euro, wie es gerade der Fall ist, auf dem Konto, dann denkst du ja schon, es soll immer langsam wieder was rauf. Aber da ich das auch eine lange Zeit ja gelernt habe, um mit wenig auszukommen, klappt das eigentlich ganz gut, habe ich da jetzt auch gar nicht so viel Angst.28 Stunden später. Die Ausstellung ist eröffnet. Und Benjamin noch nicht da. Gerade auf die letzte Minute bin ich fertig geworden. Also ich habe jetzt aus dem Auto geholt und habe im Auto noch schnell was machen müssen, weil ich das in einen Kabuff gefasst habe. Und als ich ans Tageslicht kam, habe ich gesehen, dass das ganz anders aussieht und gar nicht so, wie ich das wollte. Und dann musste ich da noch mal ran. Und jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Also ganz, ganz toll. 3.500 Euro will er für die hölzerne Lady haben. Ich finde diese Skulptur zauberhaft schön. Und ich gehe fest davon aus, dass das eine der ersten sein wird, die er verkaufen wird. Doch die erste Interessentin hat sich in einen Mann verguckt. Ja, also uns gefällt der ganz gut. Ne? Also mir gefällt er ganz gut. Ja, und ich überlege, ob wir ihn nach draußen stellen können. Den können wir nach draußen stellen. Den können wir nach draußen stellen. Dann schenkst du den mir, oder? Ja, ich würde ihn gerne haben. Mach. Dann machen wir das, klar. Dann nehmen wir den. Das freut mich sehr. Ja, 2500 habt ihr genau. Gesagt. Ja, okay. Super, super geil. Ja, auch, dass er so akzeptiert wird, wie er ist. So, ne? Sehr schön. Also, ich mache mir eigentlich keine Gedanken, ob das scheitert oder nicht, weil ich glaube, wenn ich anfange, mir Gedanken zu machen, ob es scheitert, dann scheitert es.